Hat eigentlich schon jemand die spanische Staatsbürgerschaft für Dennis Dressel beantragt? Der menschgewordene Ballermann. Nicht zu stoppen. 4 Tore, darunter deftiges Top-10-Material. Aber der Junge bleibt surreal cool. Da wollen wir jetzt nicht überbewerten, geht er dann schon nächsten Sonntag in Dresden weiter. Ach, aber nächsten Sonntag, das ist ein junger Mann. Ja, ein bisschen werden wir schon feiern und dann geht's aber auch schon wieder weiter. Wow, was für ein Statement. Stefan Kutschke und Ingolstadt endlich mal mit Fußball. Nicht diese abgedroschene Kick-and-Rush-Nummer. Dass wir das können, haben wir heute über weite Strecken eindrucksvoll bewiesen. Und nicht, dass es nur immer hieß, langer Ball auf Kutschke und dann gib ihm. Jetzt bekommt er ihn zu Schipnowski. Und das Tor! Und das Tor für Saarbrücken! Kurz vor Schluss! Wie sagt man hier? Saarbrücke, du Geile! Nachspielzeit ist Saarbrückenzeit. Der zweite Last-Minute-Dreier des Aufsteigers innerhalb von 3 Tagen. Also langsam reicht's auch mal mit dem Anfängerglück, Freunde. Traditionsteams-Liebhaber aufatmen. Die Lautra als letztes Team der Liga endlich mit dem ersten Dreier der Saison. Ziel erreicht. Ich habe erst einmal jetzt seit langem auch gemerkt, dass wir mal ein Ziel hatten. Und das Ziel war, den ersten Saisonsieg zu holen. 3 ganz wichtige Punkte auch für Magdeburg. Was war denn anders im Vergleich zu den vergangenen Wochen? Ja, ich denke, so viel hat sich gar nicht geändert, außer dass wir heute ein Tor mehr geschossen haben als der Gegner. Fußball kann so einfach sein. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.